In der heutigen Zeit sind wir immer mehr auf digitale Tools und Dienste angewiesen, um unseren Alltag zu organisieren. Eines der nützlichsten Werkzeuge dabei ist zweifellos Google Maps, das uns schnell und einfach von A nach B navigieren kann. Doch neben der Routenplanung bietet Google Maps auch eine Fülle von Informationen über Geschäfte, Restaurants, Sehenswürdigkeiten und viele mehr. Eine der Funktionen von Google Maps, die am wichtigsten erscheint, sind die Bewertungen und die Rezensionen von Nutzenden, die ihre Erfahrungen mit Orten teilen. Doch wie zuverlässig sind diese Bewertungen wirklich? In dieser Videoreihe werden wir uns mit dieser Frage beschäftigen und Google Maps Bewertungen auf ihre Richtigkeit, Relevanz und Nützlichkeit prüfen. Wir werden verschiedene Orte und Unternehmen besuchen und uns die Bewertungen im Detail anschauen, um zu sehen, ob sie tatsächlich eine verlässliche Grundlage für unsere Entscheidungen darstellen. Wir wünschen viel Spaß bei Map Mania. Jo. Ich bin richtig ready. Du bist ready. Wir sind auch ready. Ich bin heiß wie Frittenfett. Was? Was? Herzlich willkommen. Cool. Du bist heiß wie Frittenfett. Der Spruch war also... Nein, das kann ich so nicht. Das habe ich aus dem Lied. Aber da kam aus dem Lied. Das war gerade wirklich eine Wundertüte. Heiß wie Frittenfett. Dominik Mahler und ich, Andy. Ich, Andy. Ja, doch, ist richtig. Ich, Andy. Es ist heute schon spät. Also nach 8 Stunden, 9 Stunden, 8,5 Stunden Arbeit ist, also irgendwo ist auch... Was denn jetzt? 8 Stunden, 9 Stunden, 8,5? Ja, irgendwie waren es 9 und dann aber nur 8. Ich darf es mal deutlich ausdrücken. Ja, natürlich drückt man sich deutlich. Also es war deutlich undeutlich. Deswegen, deutlich okay. Undeutlich drücken sich die Menschen generell im Internet aus. Da seht ihr wieder, dass ich der Übergangsboss bin. Ich würde das unsere Tradition. Ich kann halt echt nicht mehr reden. Was ist denn los? Du hast es aber heute, als ich zu dir gekommen bin. Alter, wirklich. Ey. Wir lesen ja gern aus... Nein, ich lese ja gern... Ich lese ja gerne was? Aus Rezensionen erst im Internet vor. Das möchte ich gern weiterführen. Bisher hatten wir ja immer innerhalb von Deutschland gesucht. Ich würde es heute jetzt gerne mal erweitern aus Europa. Dominik, nenn mir mal bitte ein europäisches Land. Die Niederlande. Das war mir irgendwie klar. Marlon, sag mir mal bitte eine niederländische Stadt, wenn du jetzt irgendwie mit Amsterdam kommst, ne? Ich wollte wirklich Amsterdam. Nee, anders. Du kannst auch Amsterdam nehmen. Kennst du mehr Städte als Amsterdam? Ich würde jetzt bloß in der Nähe sagen, Belgien oder Brüssel wäre mir zwar in der Nähe, aber es gehört da nicht dazu. Das ist, ein Ausland, ja. Und das ist die Hauptstadt von Belgien. Herzlichen Glückwunsch. Kennst du noch andere Städte außer Amsterdam? Ich frage nochmal. Nee. Schade. Also wirklich, Amsterdam ist das Erste, was mir im Kopf schmeckt. Wenn, ja. Dominik, kennst du noch andere Städte? Rotterdam. Rotterdam. Gehen wir weiter? Ich weiß gerade gar nicht. Den Haag, war das Belgien oder Niederlande noch? Den Haag müsste Holland sein. Ich gehe mal so gerne die Eredivisie durch. Twente Enschede, also muss ja Enschede Stadt sein. Groningen, glaube ich, heißen die noch. So, dann hört es bei mir aber auch schon auf. Alkmaar und Eindhoven. Alkmaar? Ja. Ja, stimmt. Das auch. Würde das halt wieder mit Google Bewertungen, oder? Jetzt, wenn man es liest. Naja, Marlon, Marlon, Stadt in Amsterdam. Jetzt hast du ein paar gehört. Amsterdam. Land in den Niederlanden. Was? Nein! Ich weiß, was du meinst. Nenne mir eine Stadt in den Niederlanden. Ein Land in den Niederlanden. Alkmaar, das hat sich interessant angehört. Alkmaar. Wir gehen nach Alkmaar. Genau, Alkmaar. Das ist nördlich von Amsterdam. Herzlichen Glückwunsch. Sie wurden ausgewählt. Wie groß sind Sie denn? Alkmaar ist eine Stadt in der Provinz Nordholland in den Niederlanden. Zu ihr gehört auch Eutrup im Norden der Hälfte des Dorfs Götig. Die Einwohnerzahl lag am 1. Januar 2023 bei 111.822. Ich finde die Niederlande ziemlich groß, würde ich mal sagen, oder? Ja, die haben einen Decathlon, guck mal da. Wo wollen wir hingehen? Guck mal, die haben ein AFA-Stadion. Oh, das ist ein großes Fußballstadion. Wie? Und eine Tankstelle gleich daneben. Oh, das sieht schön aus. 4,3, das ist gut. Ja, das ist mir zu gut. Er hat's heute, er kann heute nicht. Ich hab das heute, ich glaub's. Das war irgendeine komische Sprache. Ich geh erstmal in die Innenstadt, oder? Ja. Ja, das hört sich super an. Ich muss mal Innenstadt finden. Jetzt viel grün. Das können wir erstmal McDonald's suchen? Ich habe eine McDonald's gefunden. 3,6, Mensch, der ist fast so gut wie deine Jugendherberge. Ja, eins geht auch. Wie sah denn der? Nee. Der ist mitten in der Innenstadt. Guck mal, sieht aus wie Venedig. Die haben sie hier sogar. Warte, ich schieb's euch rüber. Ah, ich wollte gerade sagen, ich sehe nichts. Der hat hier sogar Kanäle. Boah. Also, liebe Zuhörer, Hörer, die haben Wasser. Innen, die haben Wasser. Nein, also vom ersten Blick her lohnt sich Alkmaar. Die Stadt sieht schön aus. Viel Grün außenrum. Bist schnell an der Küste. Sieht toll aus. Kann man so machen. Und das Wasser schnell bei dir, wenn die Dämme brechen? What the. Versinkst du ganz schnell. Aber die neuesten Bewertungen sind alle gut. 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Oh, da, 2 Wochen ist einer. Hallo, das Geld ja, geht. Hallo, das geht ja gar nicht. Seit wann müssen Kunden wo Geld lassen für Toilette?
Was? Geld? Können ich jetzt aber auch nicht. Im McDonald's? Ja, das kann ich auch nicht. Na gut, vielleicht wollt ihr nichts kaufen. Dann kannst du natürlich durch das andere Mal was bezahlen. Ich weiß nicht, spazier mal einfach rein und geh auf Toilette, wenn ich irgendwo auf Toilette muss. Dann gehst du noch McFlurry danach. Ich mache es ein- oder zweimal im Jahr und ich sollte es besser wissen. Kalter, lauwarmer Hamburger, mittelmäßiger Salat und so weiter. Mein Gott, das ist McDonald's. Aber das schreiben, guck mal, das schreiben hier viele. Der Waschraum ist nicht kostenlos, auch wenn sie Lebensmittel kaufen wird. Es wird nur Bargeld akzeptiert. Oh. Das in Holland? Das glaube ich aber nicht. Das glaube ich aber nicht. Kann, na. Um alle nochmal abzuholen. Wir lesen Bewertungen von verschiedenen Einrichtungen. Von Möbelhäusern, von Krankenhäusern. Letztens hatten wir, glaube ich, ein Stadion gehabt. Hatten wir das schon? McDonald's. Alles, was uns irgendwie, oder was mir so in die Finger fällt, in einer Stadt, Fragen die zufällig rein. Ausgewählt ist. Wir lesen die Bewertung und bewerten dann diese Bewertung, ohne eine Bewertung über dieses eigentliche Lokal zu erstellen, weil wir kennen ja dieses Lokal überhaupt nicht. Eine Bewertung über eine Bewertung, ohne eine Bewertung abzugeben? Ja, genau. Das ist doch toll, oder? Ja. Ja. Also wir geben eine Bewertung für eine Bewertung ab, ohne eine Bewertung für dieses Lokal abzugeben. Also sind wir eine Oberbitch, die sich über alles beschwert und nichts macht. Nein, wir versuchen die schlechten Bewertungen, die ja meistens am witzigsten sind, ins rechte Licht zu rücken. Und meistens ist derjenige, der die Bewertung schreibt, selbst schuld. Ja. Deswegen, wir wollen jetzt hier niemanden diffamieren, wir wollen jetzt hier nicht schlecht reden, aber gern wollen wir uns die schlechten Bewertungen anschauen, weil die echt wirklich witzig sind manchmal. Also, okay, das hört sich super an. Hast du super gesagt. Ja, natürlich. Dreckige Tische und werden auch nicht richtig geputzt. Ja, das ist klar, deswegen sind sie sehr dreckig. Ja, das ist ja McDonald's. Und Personal, das mit sich selbst beschäftigt oder mit Leuten draußen ist. Der schlimmste von allen bis jetzt, leider. Schade da. Ja, scheint echt toller McDonald's zu sein. Lecker. Mit Abstand der schlechteste McDonald's, in dem ich je war. Mitarbeiter konnten komisch und ist im Prinzip ja erstmal nicht schlecht, wenn die komisch sind. Und alles wurde schnell fertig gemacht und gut war es aber nicht. Das ist ja auch ein Fast-Food-Restaurant. Ja. Okay. 5-Sterne-Restaurant. Unsauber. Keine Sterne, viel zu schmutzig. Hallo, es ist wirklich nicht normal, wie Sie mich behandelt haben, nachdem ich mit meinem Burger zurückgekommen bin, der wirklich nicht genug Soße drauf hatte. Ich frage, ob noch ein paar Soßen drauf gemacht werden können und dann bekomme ich die Antwort, nein, das machen wir nicht. Für Sie war dies mein erstes und letztes Mal, dass ich hier einen Schritt gemacht habe. Echt, Leute, die jetzt McDonald's gehen, auf den Hamburger schauen? Nee, da ist mir zu wenig Soße. Ich gehe nochmal vor, ich hätte gerne noch. Das ist in den Niederlanden. Da sind andere Ansprüche. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir in Holland, in den Niederlanden mal gucken. Das wäre mir ja so peinlich, wenn ich da hingehen würde und sagen würde, ja, können Sie mir mal bitte noch ein bisschen mehr Soße drauf machen? Ja. Das ist mir zu wenig. Sonst gibt es eine Google-Bewertung, richtig beschissen. Sonst gibt es eine Google-Bewertung. Ich will ja nicht sagen, aber der Coffee Shop Anytime in Alkmaar hat eine 4,5. Okay. Scheinen wohl ziemlich glücklich zu sein, die Leute. La Cubanita Alkmaar hat eine 4,1. Selbst die sind besser als eure Jugendherberge. Ey, kannst du mal. Das Söp hat eine 4,7. Die sind sogar besser als wir. Guck mal, das Familienhotel Alkmaar hat eine 3,9. Guck mal, die sind so gut wie du. Also ihr. Könntest du mal bitte eine richtig beschissene Bewertung raussuchen? So wirklich 3 Sterne. Ja, aber da muss ich in die Jugendherberge gehen, genau. Was habt ihr heute gegen meine gegen meinen Arbeitsplatz? Wirklich, was habt ihr denn dagegen? Ja, das, was du mir erzählst, ne? Die erste schlecht. Nein, wir machen das anders. Ich habe ja gesagt, wir gehen immer erst die ersten 15 neuesten durch, also 5 bis 10 neuesten, um zu sehen, wie es jetzt gerade aussieht, der aktuelle Stand, und dann gehe ich immer auf die schlechtesten. So, die neuesten 5 von 5, 4 von 5, 4 von 5, 5 von 5, 5 von 5, 3 von 5. Das Hotel respektive die Apartments finden sich im Zentrum vom schönen Alkmaar, die Lage ist absolut top. Wir wurden von einem freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeiter abgeholt. Dieser hat uns zur Tiefgarage geführt und uns dann das Apartment gezeigt. Oh, guck mal, das ist noch Service. Das Apartment ist modern, leider aber nur oberflächlich sauber, auch wären wir froh um einen kleinen Staubsauger oder Besen gewesen. Sehr aufmerksam fanden wir, dass die Duvets nicht angezogen waren. Wer war nicht angezogen? Ich weiß nicht, bei dieser Hitze war es angenehm, nur den Anzug zu haben. Wenn man mal bei geöffneten Fenstern schlafen will, ist es wegen den Möwen und des Kirchturms, welcher mehrmals die Stunde ein Glockenspiel spielt, sehr laut. Das ist klar, wenn du am Wasser neben einer Kirche wohnst. Ja. Gott. 5 von 5, 4 von 5. Also neuerdings scheint es ja gut zu laufen. Aber wieso haben die ja nur 3,9? Jetzt kommen die Bewertungen. Yes. Abzocke. Oh. Nie wieder. In Zeiten von Corona. Das ist schon ein bisschen her, 2 Jahre. Konnten unser Familientreffen nicht wie geplant in den gebuchten Apartments stattfinden. So what? Tut mir leid. Die Vermieterin sagte uns eine Umbuchung zu, wohl wissend, dass sie ihre Apartments bereits für die nächsten 2 Jahre fest vermietet hatte. Statt uns Geld zurückzubezahlen, besaß sie die Dreistigkeit, uns 3 andere Apartments zu denselben Konditionen anzubieten, ohne dabei zu erwähnen, dass
die Ersatzapartments nur 3 statt 6 Schlafzimmer haben. Total Abzocke. Unser Geld hat sie nicht zurückgezahlt, obwohl sie uns keinen Ersatztermin für die gebuchte Zimmerkategorie anbieten konnte. Bei dem Versuch telefonieren, eine faire Regelung für beide Seiten zu finden, wurde der Hörer einfach aufgelegt. Das ist professionelle Kaltschnäuzigkeit nicht zu überbieten. Nie wieder! Eieiei. Die war sauer. Ui, der hat ausgefehlt. Der ist mit so viel Text. Okay. Warum? Oh, halbes Lehrbuch also. Ja, halbe Bibel da reingeschrieben. Für mich kein Stern wert. Wird dem Hotelnamen für mich nicht gerecht. Unsicher für Kinder und ältere Menschen. Es ist auch ein Familienhotel. Wo kommen die alten Menschen her? Der Eingang ist schwer zu finden. Über eine steile alte Menschen haben auch noch Familie. Die gehören auch noch dazu. Naja. Die sind nicht mehr lange da, aber die haben Familie. Die haben noch Familie. Ja. Ja. Nee. So, komm weiter geht's. Nächste Bewertung. Komm, hau raus. Ja, sind überall nur eins. Die ringen sich überall alle nur über Corona auf. Was soll denn das? Wow. Das ist nicht so. Ein H&M. Was kann man denn bei H&M eigentlich falsch machen? 4,0. Das finde ich so gut. Kleine Schminkabteilung. Es ist schön, H&M zu Hause zu haben. Neuerdings auch Self-Scan-Kassen. Guck mal an. Das ist ja der Rewe oben jetzt auch. Ja, geht noch nie einer hin. Die in der Rewe in Binz hat das auch. Noch nie gesehen, dass ja, da einer. Ja, der hat das auch. Noch nie gesehen, dass da einer angeht. Ich finde das auch cool mit diesen Self-Scan-Kassen. Edeka hat das wieder abgeschafft. Echt? Bei denen wurde so viel geklaut. Oh. Ich weiß nicht, ich mag diese Selbstscan-Kassen. Ja, du kannst einfach hingehen, dann kannst du selber dann auch selber wieder rausspazieren. Ich gebe halt nur einen Stern schreiben. Das ist halt für Menschen, die halt keinen Kontakt mögen. Wirklich, das ist einfach so. Ja. Ja. Der hat seine Karte hin und dann war es das auch. Der kannst du wieder nach Hause spazieren. Ach, ich finde es sehr interessant, dass die bei diesen Selbstscan-Kassen grundsätzlich nie nach deinen Ausweis fragen, wenn du dir da Zigaretten oder sowas holen möchtest. Ach wirklich, du musst da keine Scan-Fragen machen. So. Na, also an sich steht da halt drauf, ne, warte auf einen Mitarbeiter, ne, dass der halt freigibt, dass du das holen darfst. Aber die stehen dann hinten, kriegen nur eine Benachrichtigung, oder wird irgendwo hier Jugendschutz und so, klick, fertig, freigegeben. Hey, das ist ja richtig beschissen für Jugendschutzgesetz. Weiß ich, war bei mir zumindest jetzt bis jetzt immer so in Rostock in diesem... Ja, alles die werden nicht gesehen haben und gedacht, bei denen ist eh alles verloren. Was ist das gewesen? Edeka? Ich glaube, das war auch ein Edeka. Waren wir nicht, ich war in Rostock, da wollte ich mir ein Bier kaufen, hab das Ding da so gescannt mit diesem Ding. Mhm. Da kam so, keine Ahnung, so ein 18-Jähriger vorbei. Ja, darfst du, komm, weiter geht's. Wirklich, ey, geil. Aber, mein Gott, ey, alles wird moderner. Ja, ist auch gut. Ja, ist das super. Aber, ich finde das gut. Also, ich finde diese Dinger, die, weiß nicht, dadurch geht das viel schneller, finde ich. Zumindest, wenn du nur einen kleinen Einkauf jetzt hast oder so. Mhm. Aber es ist ja auch geil, wenn dir der Einkaufswagen folgen könnte, so. Du hättest das ja... Wie, wenn dir der Einkaufswagen folgen könnte? Also, dass du nicht mehr schieben müsstest, sondern dass er dir hinterherläuft und du dann einfach bloß auch, oh, das wäre Luxus. Der Einkaufswagen soll dir hinterherlaufen. Also, das gibt ja jetzt im Rewe unten auch, du kannst diese Scanner oder mitnehmen, kannst das Zeug, was du in den Einkaufskorb legst, gleich scannen, wenn du es aus dem Regal nimmst. Mhm. Und dann brauchst du nur den Scanner von einer Kasse zu zeigen und der hat automatisch den Preis für dich. Das finde ich echt... Jetzt muss der Käufer auch noch selber die Arbeit machen. Also, das mache ich demnächst auch für die Schlüsselübergabe. Naja, ich nenne das dann Self-Check-In. Naja, ne, sie füllen selber ihre Kurkarte aus, sie machen selber die Bezahlung, sie holen sich selber ihren Schlüssel und sie suchen sich selber ihre Wegbeschreibung aus, kümmern sich selber. Das ist einfach Self-Check-In, das ist new und modern. Sie können auch noch selber ihre Abreise planen, sie können sie auch noch selber auschecken, können sie genau. Auch noch gerne machen. Genau, und wenn sie Probleme haben, kümmern sie sich selber. Ja, wenn nicht, sie können auch ihren eigenen Parkplatz bauen, haben sie auch nichts zu tun. Ja, ich drücke nur auf den Knopf, dass sie über 18 sind, den Schlüssel kriegen dürfen. Ja, also was soll denn das? Ja. Also ein bisschen Selbstständigkeit kann ich verstehen, aber auf der anderen Seite, die Leute sind auch dafür da, die können das machen. Aber ich gebe ihnen auch recht. So Leute, jetzt wisst ihr auch, wer arrogant ist. Also für einen kleinen Einkauf zum Beispiel ist das, finde ich, ultra praktisch. Aber du musst das nicht erstmal alles fürs Kassenband gelegt werden, sondern es einfach Zeit spart. Aber so musst du es aus dem Korb rausnehmen. Da drauflegen, dann wird das gescannt und dann musst du es rüberlegen, damit der Sensor das auch erkennt. Aber müssen wir denn auch die Leistung zahlen? Also, weil wir haben ja selber gearbeitet. Was sind die Leistungen selber bezahlen, was? Also... Ja, na klar musst du dann. Man hätte ja 5% bezahlen. Rabatt machen können, weil man nimmt ja den ganzen Leuten die Arbeit ab. Was soll denn das? Die werden dafür bezahlt. Na, sag mal. Die werden dafür besser bezahlt als manche andere. Soll denn das? Also... Nee. Ja, überhaupt nicht. So kommen diese... Kommen nicht doch die Leute einfach, dass sie dann... Ja, was machen die Müllmänner dann selber? Selbst Müllabfuhr? Schieben sie ihre Tonne selber zum Müllplatz und schmeißen sie ins Auto? Ja, und der fette Fahrer sitzt dann dort und guckt doof? Mensch, freu dich doch für die Leute, dass ihnen ein bisschen was abgenommen wird. Ich bin heute cool. Ich bin so ein netter Mensch. Also ich finde, das ist eine gute Idee. Ja. Schleimer. Und wie gesagt, Freunde, Selbstscan-Kassen finde ich cool. Das geht aber viel schneller. Ja, was machen wir mit Geld? Es geht auch schneller. Vor allem halt, wenn du nur einen kleinen Einkauf hast, ne? Wie gesagt, musst du da nicht erst mal 10 Stunden anstehen. Aber in einer Riesenschlange.
wenn da die ganzen Omis sind, die dann erstmal ihr Kleingeld einzeln draus tun, die 1-Cent-Stücken und dann 100 Euro damit bezahlen wollen. Aber wenn, auch wenn der, wenn der komplette Rewe voller Touristen ist, da krieg ich richtigen Hass gegeben. Ja. So, du willst von der Arbeit entspannt nach Hause kommen, der ganze Rewe ist voller Touristen. Ja. Das ist das Einzige, was mich abfuckt. Ja, siehst du, wenn da mehr Verkäufer da wären, die ihre Arbeit auch schneller machen würden, dann wären die Touristen auch schneller wieder draußen. Ja. Nee, muss ja selbst Mailkassen geben, wo ja ein Verkäufer dann nur daneben steht und guckt, wie du selber den seine Arbeit machst. Wirklich? Ja, also nichts gegen alte Leute und so, ne? Ich liebe alte Leute, aber... Das noch mehr Schleim, was ist heute los? Aber das regt mich immer richtig auf, wenn vor mir irgendwie ein Rentner an der Kasse ist und dann anfängt mit seinem Kleingeld da rum. Nee, das Schlimme ist, wenn du unter Stress bist und... Dafür habe ich aber nicht genug Geduld für sowas. Ich möchte da schnell wieder raus aus dem Laden. Nee, das Schlimme ist, finde ich eigentlich, wenn du morgens früh in den Rewe gehst, es sind so viele Rentner da. Das ist echt schlimm. Du spazierst da rein. Ja, und am besten musst du, ist ein alter Sack. Und am besten musst du gleich den Bus erwischen, der in 10 Minuten abfährt, weil du zur Arbeit musst. Wolltest du ja nicht vorher nur fix was zum Essen für die Arbeit holen. Ja, so ein, oder ein Energy, ein klein. So 2-3 Energies, dann noch so ein bisschen Reis, noch irgendwas zum Essen, was schnell geht. Ja, ging mir ein paar Mal so, als ich noch bei Peters gearbeitet habe, muss ich auch mal mit dem Bus morgens rüber nach Binz fahren, bin ich auch immer vorher zum Rewe und hin und wieder. An manchen Tagen hatte ich dann auch so. In 10 Minuten fährt mein Bus. Vor mir holt jetzt ihre Oma ihr Kleingeld raus. Bin gespannt, ob ich das schaffe. Und selbst Busfahrer, selbst Kassen, steig doch selber ein, mach dir selber die Tür auf, hol selber dein Ticket, aber den Tarif musst du selber raussuchen. Ich habe aber keinen Führerschein. Nee, meine ich doch jetzt einfach so. Der Busfahrer fährt schon, aber alles andere musst du selber machen. Nee, du kannst auch selber fahren. Selber, selber hier Bremse hinten ziehen, wenn irgendwas ist und wenn Bushaltestelle kommt, ansonsten fährt der Busfahrer durch. Ja. Das ist dasselbe Theater. Nee, aber selbst Mailkassen, die sind so toll. Na, der fährt ja sowieso durch, wenn niemand da an der Bushaltestelle steht und niemand den Knopf drückt, fährt er ja sowieso durch. Nee, ich bedränge die Busfahrer immer so derart, dass sie sowieso die nächste Parklücke suchen, damit ich vorbei kann. Seit wann bist du denn Bus? Fährt so niemand. Ich fahre dahinter mein Auto. Er hat gerade gesagt, er bedrängt die immer nur. Ach so. Habe ich letztens in Klobe eingemacht. Normaler, wovon mit Snoody da unten rum. Ich saß in Klobe noch, im Ort. Ist ein Auto, war ein Audi RS7 oder was, also ein richtig schönes, schnelles Auto. Oh. Ich scheine etwas dichter drauf gefahren. Ich war mir gar nicht bekannt. Also habe ich unabsichtlich gemacht. Der ist rechts in die Bushaltestelle gefahren, hat mich vorbeigelassen und ist hinter mir wieder rausgefahren. Da ich gesagt, ja, gut, okay, danke. Man hätte ihn auch überholt, aber so war einfacher. Guck mal, KFC. Andy, parkst du euch beim Einblinken? Also, wenn du einparkst. Parkst du beim Einblinken? Nein. Vergisst du das manchmal, wenn du einparkst, so blinken? Oder bist du der Mensch dafür? Oder? Naja, kommt drauf an, auf großen. Also auf großen Parkplätzen parke ich sowieso irgendwo hinten in der Ecke, wo mir keine Sau stört, wo mir kein Depp irgendwie die Tür gegen das Auto schlagen kann. Und ich parke immer einen Parkplatz, also es kommt Bordstein, dann kommt eine Parklücke und dann kommt die zweite Parklücke. Und ich parke immer in diese zweite Parklücke vom Bordstein weg, aber so nah an dieser ersten Parklücke, dass dort kein Auto mehr ranpasst, damit ich A, nicht an Bordstein fahre und B, aber rechts daneben keiner mehr stehen kann. Nett. Und dann... Ich blinke aber meistens doch beim Einparken. Beim Ausparken nicht, aber beim Einparken schon, doch. Wirklich? Also da müssen wir schon. Ja, ich hab hinten Dragon Lights. Natürlich nutze ich die. Das sind diese... Diese Linien, die gezogen sind, die habe ich hinten dran. Die sollen natürlich Leute sehen, dass ich doch was habe. Deswegen nutze ich die. Deine Rückfallkamera, wirklich, wenn ich die manchmal sehe, so... Wieso fragst du? Was? Wieso fragst du? Musst du das auch? Also, Fahrschule, du musst blinken. Ich muss blinken. Wenn ich nicht blinke, dann sagt der Marlon, nee, du blinkst jetzt. Ich bin abgebogen. Hast du kein Leckerli für dich heute? Ich hab sogar Schulterblick gemacht, weil die Polizei gegenüber stand. Oh. Fast den Nacken verrenkt. Aber sonst, ich hab Schulterblick gemacht. Oh. Aber auf einer Hauptstraße, oder hast du Schulterblick gemacht? Ja, Schulterblick und dann bin ich rechts abgebogen in die Nebenstraße. Oh, du bist ja richtig vorbildlich. Ja, hab ich auch nur gemacht, weil die Polizei dort stand. Ja. Ich war sowieso schon zu schnell. Oh nee. Das ist immer witzig. Früh, wenn du auf Arbeit fährst, gerade heute Sonntag früh, keine Sau unterwegs, Sassnitz, Klobe, 13 Minuten. Wunderbar, läuft. Du fährst nach Hause, Klobe, Sassnitz, 18, 19, 20 Minuten. Ich denke, kann doch nicht sein. Ja, solange man keine halbe Stunde dafür braucht, dann, weil die Straßen so verstopft sind im Sommer dann. Ach, du musst nur schnell genug überholen, das funktioniert schon. Schnell genug überholen. Also, Rekord von Binz nach von Sassnitz nach Selin, 13 Autos überholt. Aber Dominik, eine Sache sage ich, hier wird geil, wenn du Azubi bist. Azubi-Ticket, 30 Euro im Monat, du kannst überall. Das ist so geil, wirklich. Hey, fährt ja nur kein Bus. Oder Zug, Zugfahren. Ja, die streiken ja immer.
Schräg. Also es streikt ja nicht mal die ODEC, es streikt ja, ne? Die Bahn, aber dadurch kann die ODEC trotzdem nicht fahren. Ja. In Alkmaar fährt garantiert öfters ein Zug. Ich suche gerade einen Bahnhof, ich habe aber bisher noch keinen Grund. Warum streiken die? Wozu haben die einen Grund? Ja, wozu? Wollen wir Geld. Ja, weil sie es können. Weil sie es können, wirklich. Das ist wollen wir Geld und haben eine Gewerkschaft. Ja. Haben wir alles nicht. Ja. Ja, lass uns mal zu KFC gehen. Oh no. Gut, aber es ist ja ganz vorbildlich, wenn ich Azubi wäre, irgendwo hinfahren müsste und dann die Züge streiken. Vielleicht habe ich dann das Glück wie Luki letztens, dass er am Donnerstag schon nach Hause geschickt wird von der Berufsschule, weil die sagen, ja, weißt du, morgen streiken die Züge. Kommst ja nicht nach Sassnitz dann, ne? Hast morgen frei. Aber wenn du einen scheiß Arbeitgeber hast, dann sag ich, ja, musst du selber wissen, wie du... Kannst laufen. Kannst laufen, Junge, du bist doch alt, du bist doch jung genug. Sassnitz nach Stralsund. Ach. Gehst um 23 Uhr los, dann bist du morgen pünktlich hier. Kannst du mit dem E-Bike fahren, Fahrrad. Fahrradfahren. Ja, toll. Mensch. Fährst nur die Hälfte auf der Hauptstraße, aber sonst alles gut. Mensch. Nee, holst dir Elektroroller. Ich hab eine, aber der muss nur angemeldet werden. Ja, den brauchst du nicht. Also, ich finde, Alkmaar hat viele tolle Sachen. Ich bin hier ganz halb Alkmaar durch. Irgendwie, die haben gar nichts. Also, so schlecht bewerten die Leute gar nicht. Die Niederlander sind alle sehr nett. Vielleicht haben die alle zu viel gekippt. Ich weiß es nicht. Aber die. Vielleicht haben die Deutschen noch einfach nur zu wenig gekifft und so und deswegen so. Vielleicht sollte man deswegen auch legalisieren. Ja, das wäre eigentlich. Ah, was ein Übergang wieder. Das ist ein tolles Thema, denn wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, wir reden heute über Legalisierung von Cannabis. Sollte man vielleicht dazu sagen. Ich weiß nicht, was sonst noch legalisiert wird demnächst. Brokkoli. Oh. Ja. Das wird kriminalisiert vielleicht. Brokkoli? Mhm. Nee, wir müssen Cannabis legalisieren und Brokkoli legalisieren. Legalisiert ist. Was? Ja, Marlon hat auch zu viel gekifft. Marlon ist das Beispiel, warum wir Cannabis nicht legalisieren, ne? Jetzt hat er mich. Jetzt habe ich die, ja. Wir können heute alle nicht mehr reden. Es tut mir leid. Wir hatten eine lange Nacht gestern. Also Marlon und ich jedenfalls. Ja. Andy, keine Ahnung, was der gemacht hat, dass er nicht mehr reden kann, aber... gearbeitet heute, ja, wow. Ich hatte heute einen ganzen Anruf. Der hat mich vollkommen überfordert. Der hatte einen Anruf heute auf Arbeit. Auf einen, wirklich, an der Riste zum einen Anruf. Weißt du, na guten Sonntag, aber ja gut. Boah, da stelle ich mir aber echt entspannt vor, so einen Arbeitstag. Sitzt die ganze Zeit da? Ja, und du musst auch nichts. Kriegst tun. Nur einen Anruf? Hast hier, was war da? Drei Anreisen, meintest du? Hm. Aber es war langweilig, ich war da alleine im Büro, du kannst mit niemandem quatschen. Und die restlichen 8 Stunden sitzt du denn da und kannst dir Sachen zum Thema Legalisierung anschauen und aufschreiben. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Würde ich nie machen. Er hat da 4 Zettel vor sich liegen. Und damit verlassen wir Alkmaar und die Niederlande. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gern ein Like und ein Abo da. Und falls ihr wissen wollt, wie wir zur Cannabis-Legalisierung und zum Thema Alkohol stehen, dann hört euch unseren Podcast Arrogant Sympathisch die 5. Ausgabe an.